35 Jahre nach dem Debüt des ersten M3 bringt BMW die neue Generation seines Mittelklasse-Sportlers an den Start. Auch sein Coupé-Bruder M4 kommt neu. Technisch teilweise puristisch, optisch mit einer Kehrtwende. Wir haben die wichtigsten Fakten zu den beiden M-Aushängeschildern für euch zusammengetragen. Jetzt bei D7. Fakt Nummer 1. Die Mittelklasse-Sportler wachsen. Ob nun viertürige Limo oder zweitüriges Coupé, beide Sportmodelle wachsen in der Länge. Verglichen mit ihren jeweiligen Vorgängern sind es mehr als 12 cm. Der M3 wird außerdem 2,6 und der M4 1,7 cm breiter. Soweit, so normal heutzutage. Allerdings ist der M3 auch deutlich länger als seine zivilen Dreierbrüder, von denen er abstammt. 8,5 cm beträgt das zukünftige Plus, das durch Anforderungen bei der Crash-Sicherheit zustande kommt. Weil für die Typgenehmigung des M3 bereits strenge Crash-Vorschriften gelten, muss die Schnauze länger werden. Weil das neue Vierer-Coupé bereits diesen Regeln genügen musste, verwendet BMW bei M3 und M4 den gleichen Vorderwagen. Neben dem angesprochenen Längenwachstum bringt der M4 auch die gigantischen Vierer-Nieren mit sich. Sie sind rahmenlos und komplett in Schwarz gehalten. Kaum zu glauben, aber der Kühlluftbedarf scheint damit noch nicht gestillt. Weitere Öffnungen flankieren die viel diskutierten Wucher-Nieren. Das serienmäßige Dach aus kohlefaserverstärktem Kunststoff sorgt für eine sportlichere Optik und reduziert das Fahrzeuggewicht. Besser ist das, wiegt doch der neue M3 vollgetankt und mit Fahrer 1780 bis 1805 Kilogramm. Der M4 ist ganze 5 Kilo leichter. Immerhin, im Fond dürfte das Sitzen dank des um 4,5 cm gewachsenen Radstands angenehmer sein. Am Heck runden ein Spoilerchen, ein stets schwarz lackierter Diffusor und die vier typischen Endrohre die Sportkur ab. Fakt Nummer 2. Der Hinterradantrieb bleibt. Befeuert werden die Mittelklässler natürlich von einem reinen Sechszylinder in zwei verschiedenen Leistungsstufen. Im normalen M3 und M4 leistet das 3 Liter große Aggregat, aufgeladen von zwei Turboladern, 480 PS und 550 Newtonmeter Drehmoment. In den Competition-Modellen beträgt der Output sogar 510 PS und es liegen 650 Newtonmeter an der Kurbelwelle an. Klammert man das CS-Modell des Vorgängers aus, steigt die Leistung des Topmodells also um 60 PS. Wurde noch vor einigen Monaten befürchtet, der M3 bekomme serienmäßig Allradantrieb, stellt sich das nun als Trugschluss heraus. M3 und M4 behalten standardmäßig Hinterradantrieb, allerdings wird es den Vierradantrieb X-Drive ab Sommer 2021 optional geben. Wobei das nur für die Competition-Modelle gilt. Gute Nachrichten auch für Handschalter-Fans. Das Grundmodell kommt grundsätzlich und alternativlos mit manuellem 6-Gang-Getriebe. Im Competition übernimmt eine 8-Gang-Automatik die Kraftübertragung zur Hinterachse. Oder eben an alle Räder, wenn man sich für die Allrad-Version entscheidet. Bei den Fahrleistungen ist trotz der gestiegenen Leistung kaum Fortschritt zu erkennen, was wahrscheinlich am immensen Gewicht liegt. Der M3 sprintet in 4,2 Sekunden auf Tempo 100, also nur ein Zehntel schneller als ein ebenfalls handgeschalteter Vorgänger mit 431 PS. 3,9 Sekunden benötigt der M3 Competition. Bei allen Modellvarianten, also auch bei den deutlich teureren Competition-Modellen, kostet die Erhöhung der abgeregelten Höchstgeschwindigkeit von 250 auf 290 km/h Aufpreis. Fakt Nummer 3. Der M3 wird schneller. Zumindest soll er das, so wäre es korrekter ausgedrückt. Fakt ist es natürlich mangels erster Testfahrten noch längst nicht. Allerdings, glaubt man der M-GmbH, wird im Gegensatz zur Längs- und Querdynamik sogar erheblich besser. Der lange Radstand, große Spurweiten sowie eine ausgeglichene Achslastverteilung sollen dabei genauso helfen wie das speziell entwickelte Fahrwerk mit adaptiven Dämpfern. Wer über die Einstellungen Komfort, Sport und Sport Plus hinaus feinjustieren will, kann dies zum Beispiel mit dem M-Drive Professional Paket. Neben einem Track-Modus, einem Laptimer und einem Drift-Analyzer erhält es auch eine dezidierte Einstellmöglichkeit der Traktionskontrolle. In 10 Stufen kann sich der Fahrer diese von tendenziell unter- bis zu übersteuernd einstellen. Dank eines integrierten Bremssystems wählt der Fahrer außerdem zwischen zwei verschiedenen Kennlinien des Bremspedals. Fakt Nummer 4. Die Ausstattung wird besser. Im Innenraum der sportlichen Luxusmittelklasse nehmen Fahrer und Beifahrer auf neu entwickelten M-Sportsitzen Platz. Mehr Luxus als Sport, sie bieten vielfältige elektrische Einstellmöglichkeiten, die entsprechend Komfort, aber auch höheres Gewicht ins Fahrzeug bringen. Diese Tendenz können Kunden noch unterstreichen, wenn sie zur serienmäßigen Sitzheizung auch noch die optionale Belüftung der sportlichen Bestuhlung buchen.
9,6 Kilogramm leichter und gut 3.700 Euro teurer sind die optionalen M-Carbon-Schalensitze. Diese haben Öffnungen zur Verwendung von Mehrpunktgurten und sichtbare Carbon-Oberflächen. Außerdem lassen sich die Kopfstützen demontieren, falls Fahrer und Beifahrer einen Helm tragen. Wenig konsequent, auch die sportlichste Sitzausführung ist elektrisch einstellbar. M-typisch finden sich am Lenkrad die roten Tasten, um sich zwei Konfigurationen von Motor, Getriebe, Dämpfern und so weiter zu hinterlegen. Per Setup-Taste lassen sich auch alle Parameter einzeln einstellen. Über die M-Mode-Taste in der Mittelkonsole stellt der Fahrer zudem die Anzeigen im digitalen Cockpit und im Head-Up-Display sowie die Fahrerassistenzsysteme ein. Letzte beinhalten unter anderem serienmäßig Parkpiepser vorne und hinten, Notbrems- und Spurhalteassistent, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion und Verkehrszeichenerkennung. Fakt Nummer 5. Der M3 wird teurer. Sportlich sind bei BMW nicht nur die Autos, sondern meistens auch die Preise. Im März 2021 sollen die ersten neuen M3 und M4 auf den Straßen unterwegs sein. 19% Mehrwertsteuer eingerechnet, kostet der M3 in der Basisversion mit Hinterradantrieb und Handschaltung 82.500 Euro. Mit der besseren Serienausstattung und mehr Leistung wird der Einstieg in die M3-Welt damit ziemlich genau 5.000 Euro teurer. Für den Competition mit 510 PS ruft BMW mindestens 89.500 Euro auf. Zwei Türen weniger kosten nochmal etwas mehr, für den M4 werden jeweils 1.500 Euro extra fällig. Fakt Nummer 6. Die Geschichte. Die Geschichte von M3 und M4 ist lang und abwechslungsreich. Alles beginnt 1985. Auf der IAA stellt BMW den M3 vor. Die Modellreihe E30 ist die Basis und das Fahrzeug ist das Homologationsmodell für den Einsatz bei der DTM. Und hier beginnt die Kultgeschichte rund um den sportlichsten Dreier. Mit 4 Zylindern und zum Start 195 cut-losen PS geht's los. Das Triebwerk basiert auf dem legendären M1 Sechszylinder. Vom M3 E30 gab's zahlreiche Sondermodelle und auch 768 produzierte Cabrios. Besonderheit, auch wenn der E30 nur zwei Türen hatte, war es offiziell kein Coupé, da die Türscheiben einen Rahmen haben. Mit der Rennversion des M3 konnten die Bayern zahlreiche Titel in europäischen Tourenwagenrennen einfahren. Höhepunkt, der Weltmeistertitel vom Italiener Roberto Ravaglia 1987. Das zweite M3-Modell, Erscheinungsjahr 1992, basiert auf der Baureihe E36 und erstmals wurde ein eigens entwickelter Reihen-Sechszylinder-Saugmotor eingesetzt. Die Leistung 286 PS zum Start. Vom E36 gibt es Cabrio, Coupé und auch eine viertürige Limousine. Optische Besonderheit, die aerodynamisch geformten Außenspiegel mit Doppelstrebe. 1995 erscheint das Update mit 3,2 Liter großem Sechszylinder und variabler Nockenwellenverstellung. Besonderheit im M3, erstmals wurde ein automatisiertes Schaltgetriebe angeboten, das SMG-Getriebe. Zum Jahrtausendwechsel folgt Generation 3 des M3. Immer noch mit Sechszylinder-Sauger, aber jetzt mit 343 PS. Und 4 Endrohren, eigenen Außenspiegeln und dem Wegfall der Nebelscheinwerfer vorne. Highlight wird die Leichtbauvariante CSL. Vom E46 gibt's nur Coupé und Cabrio. Das ändert sich mit der Baureihe E90. Hier gibt's Limousine, Coupé und Cabrio. Die Besonderheit, alle drei haben die gleiche Front, die sich vom Coupé ableitet. Unter der Haube gibt's das erste Mal 8 Zylinder mit 420 PS zum Start im Jahr 2007. Später dann in den Sondermodellen 450 PS. Besonderheit, die Basisarchitektur des Motors entspricht dem 10-Zylinder M5-Motor. 2014 folgt dann Baureihe F80 und erstmals wird ein Turbo in einem M3 verbaut. Und noch eine Besonderheit, Limo und Coupé gehen getrennte Wege. M3 heißen alle viertürigen Sportler, M4 die zweitürigen Versionen. 431 PS stehen aus einem zwangsbeatmeten Sechszylinder zur Verfügung. Im Sondermodell CS sind es dann 460. Allen M3 und M4 Modellen bis dato ist gemein, dass sie alle über Hinterradantrieb verfügen. Fakt Nummer 7. Endlich kommt der Kombi. Ja, es gab ihn schon mal, den M3 Touring, den sich viele Fans vor allem im Kombiland Deutschland wünschen. Und zwar vom E46. Allerdings nur als Studie. In der 6. Generation wird der Traum vieler gut betuchter Familienväter mit sportlichem Anspruch endlich wahr. BMW bringt den aktuellen M3 auch als Kombi. Es wird erwartet, dass BMW auch bei ihm eine puristische Einstiegsversion mit Hinterradantrieb und manuellem Getriebe sowie den Competition mit Automatik und optionalem Allradantrieb anbieten wird. Dieser konkurriert dann beispielsweise mit dem Audi RS4, welcher allerdings nur auf 450 PS kommt.
Derer 510 bringt das Mercedes-AMG C63 ST-Modell mit. Allerdings bezieht er diese in der aktuellen Generation aus einem 4-Liter dicken V8 mit zwei Turboladern. Einen solchen gönnt sonst kaum ein anderer Hersteller seinen Mittelklasse-Sportlern. Alfa Romeo Giulia und Audi RS4 fahren mit V6 Biturbo vor. Selbst die Amerikaner von Cadillac gönnten dem ATS-V maximal 6 Zylinder. Lediglich Jaguar verpasste seinem XE zeitweise als SV Project 8 einen V8 mit 600 PS Leistung. Das waren die 7 wichtigsten Fakten zum BMW M3 und M4. Was haltet ihr von der neuen Generation? Feiert ihr das Überleben des Handschalters und des Hinterradantriebs? Was sagt ihr zur Optik mit neuer Riesenniere? Tauscht euch gerne unter dem Video in den Kommentaren aus. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über ein Like und ein Abo.